Ach, ist das romantisch bei Let's Play Together DayZ. Hallo Michi. Hallo Martin und hallo Fritz. Hallo. Wir sind zu dritt in diesem Auto, von dem ich immer noch nicht glauben kann, dass wir es echt haben. Wir sind schwer bewaffnet, aber Hunger haben wir. Also fahren wir mal los. Da läuft ein Zombie in den Sonnenuntergang rein. Das ist nicht mehr so romantisch plötzlich. Ich finde das immer noch romantisch, aber ich habe ja auch einen in der Klatsche. Das stimmt. Ja, wo kriegen wir jetzt was zu essen her? Wir haben irgendwie rohes Fleisch, aber ihr habt gesagt, das ist gar nicht so gut, wenn man das roh isst. Ja, ich hab vier Rindfleischsteaks in der Hosentasche. Okay, jetzt will ich es nicht mehr haben. Ich fahre uns in Richtung dieses Ortes. Da hinten ist so ein Wasserspeicher und das sieht hier nach einer Ortschaft aus. Und wir können uns immer aus der Entfernung anschauen, wonach die Gebäude so aussehen. Eine gute Hausfrau vielleicht da, die da Feuerzeug oder ein Campingkocher oder so. Ja, oder so ein Haus, wo so ein Hamburger auf dem Kopf ist oder vielleicht so ein, auf dem Dach oder so ein goldenes M. Oh, den Ort kenne ich noch aus normalen Multiplayer-Sessions in Arma. Das ist Geschmack. Übrigens haben wir nicht mehr viel Benzin. Also es reicht noch für eine schnelle Flucht. Ich stelle mal unser Auto hier oben. Oh, ist ein, ja, ich kenne den Ort, ich weiß, wo da was ist. Direkt voraus ist ein Supermarkt. Wie ist denn das? Lass das Auto hier alle diese drei zusammen. Oh, da hinten sind Kasernen. Was ist jetzt spannender, der Supermarkt oder die Kaserne? Supermarkt erstmal. Ist der Supermarkt. Also, ihr beide geht am besten. Ich will mit dem Auto ehrlich gesagt nicht gerne näher da ranfahren. Ja. Du musst das irgendwie verstecken. Ja, ich stell's hier ein bisschen hinter die Büsche. Ja, gehen wir jetzt zu dritt da rein? Nee. Ihr beide geht da rein, holt das Zeug, macht eure Inventare leer. Ja, ich steck alles hier ins Auto. Warte mal, aber Munition nehme ich schon mit. Ja, die Shotgun nehme ich mit, natürlich mit Munition. Und ich behalte das Gebäude ein bisschen im Auge. Das Problem ist, ich kann nur... Na doch, ich kann es eigentlich ganz gut einsehen von hier oben. Die vier Stakes. Es gibt wenige Ecken, wo jemand irgendwie reinkommen könnte. Weil hier ist jetzt das Gefährliche, dass wahrscheinlich andere Spieler uns erschießen könnten. Ja. Denn, deswegen sind wir jetzt zwei unterwegs, beide schwer bewaffnet. Flashlight lasse ich auch hier, oder? Brauchen wir jetzt nicht. Das ist ja egal, das nimmt ja im Toolbelt nur Platz weg und da kannst du ja nichts anderes reinlegen. Ach so. In den Toolbelt. Also der Toolbelt hat wirklich für jedes Item, was es gibt, einen eigenen Platz. Da kann man, braucht man sich keine Sorgen. Dann lasse ich jetzt auch mal von den Painkillers und lass mal, okay. Ich glaube, ich muss die Grafik in der Stadt gerade ein bisschen runterstellen, hoffentlich, weil das spinnt gerade ein bisschen. Video Options. Bist du bereit? Nee. Das kann aber der Server sein. Vielleicht, ich habe aber Angst, dass mir die Aufnahme zerschießt. Mein Gott, das geht schon so erstmal. Dass wenn ich jetzt irgendwas ändere, das ist nicht gut für Fraps wahrscheinlich. Also bitte ducken. Oh, da links sind Zombies. Da kommen schon welche ange. Ja. Uwe, duck dich. Möchtest du bis da hinten kriechen? Nee, ich möchte laut rumschießen und sagen, hier sind wir. Schlüssel stecken übrigens. Okay, ich hab's verstanden. Das ist vielleicht zum Zuschauer nicht so spannend, aber ich würde auch empfehlen, dass ihr da hinkriecht. Da sind nochmal, ich sehe jetzt vier insgesamt. Und auch im Laden kriechen bleibt. Da vorne, zwei, drei. Fuck me. Wir brauchen eigentlich ein Ablenkungsmanöver. Stimmt. Ein Bengalfeuer? Nee. Ein Auto. Nee. Das doch. Das ist eigentlich das Beste. Ich habe nicht mehr genug Benzin für so eine Stanz. Da sind zwei Kanister hinten drin. Tank selber auf. Da sind zwei Kanister hinten drin. Wir brauchen eigentlich echt das Auto als Ablenkungsmanöver. Stimmt. Und dann raiden wir derweil den Supermarkt. Michi, stopp, wo bist du? Ich krieche hier weiter nach vorne. Wo? Ich bin 10 Meter vor dir. Ach da. Fritz, mach das mal. Aber überfahr uns nicht. Weil hier sind echt, es sind zu viele. Wir kommen hier, glaube ich, echt nicht ungesehen durch. Warte mal auf mich, Michi. Wo ist denn der Kanister hin? Wir müssen im Auto sein. Der ist hier nicht drin. Martin, du Depp, du... Ihr habt noch irgendwie Kanister. Ich bin genau vor dir. Ihr habt die Kanister nicht hier reingepackt. Ach doch, hier ist ein Kanister. Sehe ich nicht. Ach da. Ich habe, weil er eben noch 2 Meter und 1 Meter dann gesagt hat, dachte ich, so muss er direkt vor mir sein, dann hat er ein bisschen gesponnen. Wir sind jetzt hier bei dem Felsen, wir bleiben mal hier, dass du nicht uns überfährst. Komm mal hier zurück, Michi. Da ist ein Hoppler. Und du musst hier mal so eine kleine Runde fahren. Das sind mindestens 2 Hoppler, 3, 4 Walker mit Schwarzanzügen. Also du musst die wegholen hier. Wir sind hier beim Felsen, damit du uns nicht überfahren kannst. Hat das Auftanken geklappt? Christian? Ja, es hat geklappt. Moment. Das hat geklappt. Hier ist echt was los. Oh, der Hoppler, eine Hoppler kommt genau auf uns zu. Ja, jetzt wird es schon langsam kritisch. So, also, jetzt habe ich es an der Backe. Ja, hier rechts vor allem. Das ist übrigens nicht viel Benzin, was da in dem Kanister drin war, ne?
Okay. Also das ist jetzt nicht so von wegen, jetzt ist es voll. Jetzt fahr nicht zu schnell, dass du nicht abhängst. Genau, super, super. Die sind hinter dir her. Sammel noch ein paar ein. Aber nicht zu uns, sondern fahr woanders hin. Genau. Ja, weiter. Und den einen, der hat schon aufgegeben. Scheiße, die Hoppler geben schon auf. Warum? So viel hast du leider nicht mitgenommen. Vielleicht wäre es sinnvoller gewesen, Bengalfeuer irgendwo hinzuwerfen, weil das lenkt sie tatsächlich. Ja, vielleicht kannst du dann da vorne ein Bengalfeuer hinwerfen und dann schnell Vorsicht, wegfahren. Vorsicht, fahr uns nicht über den Haufen. Also, siehst du? Ach du Scheiße, jetzt sind die alle hier und laufen das gleich in mich rein. Krieg schnell weg. Nee, bleib mal liegen. Komm erst zu dem Felsen, Michi, komm zu dem Felsen. Oh. Haben die dich gesehen? Jetzt haben sie mich gesehen. Nee, sind ja, doch, die haben mich gesehen. Einen von euch haben sie gesehen. Ich laufe jetzt in den Supermarkt. Keine andere Wahl. Fuck, renn! Oder steig ins... Scheiße! Nee, Christian, fahr weg, die sind alle an deinem Auto dran. Bei mir nicht. Scheiße, hier ist ein Zaun. Renn in den Supermarkt rein. Hier ist ein Zaun. Oh, ich versuche dir zu helfen. Ich fahre direkt vor den Supermarkt. Sonst steig ins Auto ein. Wenn du die nicht los wirst. Das Auto steht vor dem Supermarkt. Der Supermarkt ist voll mit Zeug. Was? Ja, dann steig ins Auto ein und versuch die... Oh, ich sehe dich da rumlaufen, Michi. Die kommen aber durch die Tür auch durch, oh, oder? Oh, ja, da kommen noch mehr. Die haben dich irgendwie noch besser gesehen jetzt. Die von außen kommen zig Zombies. Soll ich ins Auto einsteigen? Ja, steig ins Auto ein, wenn es geht. Ich komme aber hier gerade nicht. Warte mal, kann ich das Fenster einschießen? Vorne ist eine Tür auf im Supermarkt. Ja, ich sehe es, aber irgendwie müsst ihr die Leute da wegmachen, weil sonst... Das ist der Wahnsinn, was da los ist. Das sind 10, 15, 20 Zombies. Du hast geschossen, oder? Ja. Ich mache mir hier ein bisschen Zombie-Genozid mit dem Auto. Das wäre ganz gut. Das Problem ist, der Motor. Sonst helfe ich dir, sonst versuche ich dir zu helfen. Da kommen immer mehr! Fuck, die kommen durch die Ladenfront rein. Zwei Hoppler kommen noch von hinten. Wenn ihr die jetzt weglockt, dann haben wir frei. Und da kommen noch mehr. Alter, was da auf das. Du fährst da vorne so einen Zombiehaufen zusammen, oder? Ja. Und der Fritz. Hier hinten sind da keine mehr. Habt ihr alle eingesammelt? Du hast schon wieder geschossen, okay. Das mache ich hier drin. Hast weil du noch die Munition? Alle ja, ich weiß. Hast du noch Munition? 6 Schuss. Okay. Aber jetzt warte mal, es ist hier erstmal... Ich komm dir zu Hilfe. Also ich habe hier draußen bestimmt schon 20 Zombies tot. Ja, ist der Hammer, da liegt voll. Okay. Tut es dem Auto denn weh? Heatpack. Christian, geht's dem Auto noch gut? Ja, es ist ein bisschen beschädigt. Aber es ist alles noch im halbwegs grünen Bereich. So, hier draußen sind jetzt keine mehr. Also, ich sehe hier auch keine mehr. Sieht hier drin auch halbwegs... Räumt den Laden leer. Ich renne jetzt einfach mal. Wir müssen eh hier. Das sieht aus wie ein Rucksack, aber ich kann das nicht nehmen. Ich weiß nicht warum. Hier ist. Oh, guck mal, geil. Ich komm rein. Nicht auf mich schießen, ich komm rein. Ja. Makarov-Magazin mitgenommen. Stahlbolzen mitgenommen. Was liegt hier? Hier liegt Eine Uhr. Wir fragen wieder Peter. Lee Enfield-Magazin gefunden. Oh, das brauche ich dann nachher. Ja. Ach, du hast die Lee Enfield gehabt? Ja. Das ist sau cool, okay. Was ist das? Hier ist eine leere Zweimal Makarov-Magazin. Hier kriegst du so ein Heatpack oder ein Verbandszeug, was auch ganz gut wäre. Bandage, sauber, da haben wir viel zu wenig von. Haben wir letztes Mal so viel von. Ups, das habe ich jetzt schon wieder gemacht. Ach, diese Tasten. Nicht unaufmerksam werden. Ich habe hier vor der Tür so ein Massaker angerichtet. Da müssen wir auch mal durchsuchen, was da los ist. Munition, 45. Ich habe noch mehr Munition. Ich glaube, hier vor der Tür liegen halt bestimmt 25 tote Zombies. Hier liegt eine Handwaffe. Ich hab noch eine Uhr gefunden. Ich hab einen Revolver. Martin, nimm du mal die Uhr. Komm mal zu mir, Martin, hier am Schaufenster sofort, vorne. Sofort. Ich hab einen Revolver noch als zweite Waffe. Ich kann eine Axt und einen Revolver tragen. Das ist richtig geil. Oh, warst du jetzt gerade im Supermarkt? Oder? Ich bin im Supermarkt, also vorne drin und lauf da rum. Ja. Wenn ihr euch ein bisschen beeilen könntet im Supermarkt, fände ich das richtig, richtig toll. Ja, ist schon... Oh, du bist das, okay. Boah. Ich bin das nur. Ich komme jetzt nach hinten in den hinteren Bereich. Momentan ist scheinbar wieder Ruhephase. Das geht nicht. Lass mich mal. Hier liegt Zeug, warte mal kurz. Hast du hinten schon alles ausgeräumt? Da müsste ich alles ausgeräumt haben. Also hier vorne. Als Fahrer hat man hier echt den dümmsten Job, oder? Headshot. Tja. Da schreit irgendein Zombie irgendwo. Da kommt einer angelaufen. Pass auf, Fritz, am Auto. Hinter, ne? Hast du hier alles Brauchbare im Supermarkt aufgesammelt? Ich bin mir nicht ganz sicher. Was liegt denn hier? Was ist denn das? Road. Bandagen.
Flashlight, Road Flare. Ist das ein Rucksack, der da liegt? Der eben, das kann ich auch nicht aufnehmen, was das ist. Komisch, das, ne? Hatte ich eben auch schon. Was ist denn da, was liegt da? Sieht aus wie ein Rucksack. So ein militärischer Rucksack. Aber das ist vielleicht ein Zelt. Man kann es nicht nehmen, man kann nichts. Dann haut da ab, kommt raus. Jetzt warte mal. Wir sind hier noch nicht fertig. Okay. Kann man nichts, das irgendwas Auto zu essen ist halt gefunden? Echt langsam. Kurz vor Lea, oder was? Nee, Martin, Lea ist nicht das Problem, aber es komm, ist halt, also der Motor wird langsam richtig. Was soll ich mit der blöden Uhr? Egal, ich komme her, ja, ich bin ja schon auf dem Weg. Nimm sie halt mit, hier vorne. Ich bin ein bisschen gestresst. Ja, also einen Grund zu. So, hier. Mal hier. Mann, wie lange kann es denn dauern, so einen Supermarkt hier zu räumen? Hier ist der Supermarkt. Mach jetzt mal Stress. Jetzt mach. Alter, Fritz. Haben wir die ganzen Leute vorne schon durchsucht? Außerdem krieg ich Durst. Ja, wir müssen die Leute voll durchsuchen. Ja, Martin, ganz toll, dass du das durchsucht. Hier flackt noch ein Fernglas rum. Wo denn? Das habe ich jetzt mal eingesagt. Wo bist du überhaupt? Im Hinterzimmer vom Supermarkt. Da bist du auf anderem Hinterzimmer oder was? Nee. Ihr seid die langsamsten Supermarktleute, die ich kenne. Also ich schicke euch nicht mehr einkaufen. Ich habe im Kaufland gearbeitet, das war verhältnismäßig schnell. Ich hätte euch einfach eine Liste mitgeben sollen. Ihr kommt bestimmt mit dem falschen Zeug raus. Bestimmt alles aus. Voller Süßigkeiten. Der Korb voller Süßigkeiten. Chemlight Makarov Magazin. Chemlight, nimm's mit. Okay. Das heißt Chemlight und nicht ich bin hinter dir, Martin, nicht erschrecken. Ich irgendwie diese. Ich glaube, jetzt haben wir alles. Dann komme ich jetzt nach vorne aus dem Laden raus und dann looten wir noch die ganzen Typen, die du zusammengefahren hast. Wir brauchen endlich was zu essen. Also haben wir nichts, ich habe schon mal Nudeln gefunden. Nein, ich habe nichts. Ich auch nicht. Fuck. Ich habe Nudeln gefunden. Nudeln? Ja, die teile ich nicht. Hast du die alle schon gelootet, Fritz? Die loote ich jetzt gerade. Ach, fuck, ich komme hier zu spät. Nein, die verschwinden gerade schon wieder. Die Warte mal, ich fange mal an, die Munition ins Auto zu laden. Stimmt, die verschwinden gerade. Was ist das für ein Scheiß? Wen habt ihr jetzt schon davon? Nein, jetzt hat er... Fuck me. So, take painkillers, ja? Nein, jetzt hat die gefressen oder was? Oh, ist alles ein Durcheinander, ja. Ich komme mit der Steuerung noch nicht so gut klar. So, hier. Getränke. Der hat noch Munition für eine Shotgun. Da kommt was angelaufen. Wo? Kann ihn jemand axten? Oder kommt noch einer? Vorsicht. Der mal sterben? Danke. Es wird schon langsam dunkel. Und ja. Oh fuck, jetzt kommen sie am Ende der Straße angelaufen. Okay, ich steig wieder ein. Ja, ich steige. Einer blutet, du blutest, Fritz. Ich blute? Dann ja, los, steig ein, wir hauen hier ab aus der Stadt. Ich bin drin. Aber warte mal. Steig ein! Wieso hast du dich nicht noch verarztet? Okay, nee, steig ein, los, drin, los, los, drin. Okay, fahr los. Vorsichtig, mach nicht das Auto kaputt. Wer kriegt nach vorne? Ist das ein Spieler? Nee, oder? Doch, wer so rumkriegt, oder? Ja, fahr drüber. Wo denn? Nein! Aber ich meine, gut, wie das. Das ist ein Spieler, das oder? Das ist ein Zombie, das ist ein ja? Zombie. Wir fahren jetzt hier weg. Okay. Ja, geile Ausbeute, Munition für Waffen, die wir nicht haben, nicht ein essbares Ding in dem ganzen Supermarkt. Und der Fritz gut, wie blutet hier das Auto voll? Scheiße. Was denkt das Benzin aus? Was ist los? Was? Du rufst hier scheiße. Ja, ich blute halt. Ich glaube, jetzt wäre eine sichere, ja, jetzt geht's, komm. Also ich will hier noch auf den Kamm. Jetzt wart nicht zu lang, verbind dich. Jetzt denk mal nicht an deine Frisur, sondern an deine Verletzung. Okay. Warum haben wir das ganze Auto voll geblutet? Was soll denn das? Zu viel Aufregung. Würde jemand vom Fahrersitz runterkommen? Martin. Kann das auch. Ja, dann weiter, oder? Moment, ganz klar, Moment, ich will mal ein bisschen. Wie stolpern so ein Auto? Vorsicht, du kannst uns nämlich übrigens ganz, ganz leicht überfahren. Also das ist dann instant vorbei. Also ich habe eine Packung Nudeln, eine Coke, eine Pepsi, Schmerzmittel, Heatpack, die kann ich mal in den Rucksack packen. Was habe ich denn zu essen? Nichts. Makarov-Magazin packe ich mal ein. Dieses Heatpack ist nur für Wärme, wenn uns kalt ist, aber das ist nicht irgendwie irgendwas zuzubereiten, oder? Genau. Das wird wohl nicht reichen. Ich habe ohne Scheiß... als ich auf dem Mitternachtsverkauf in Berlin war, da haben wir danach dieses von Diablo, da
Da hatten wir danach den ganzen Tag das Video geschnitten und hatten keine Zeit, irgendwie großartig was zu essen oder Kaffee zu trinken. Und haben uns dann aus so einem Automaten so selbst warm werdenden Kaffee geholt. Und das funktioniert mit derselben Technologie wie diese Handwärmer. Also da knickst du so einen Beutel. Wir mischen sich jetzt zwei Chemikalien und werden heiß. Genau, ja. Und dann gab es irgendwie, ein Ding war Kaffee und das andere war Zitronentee. Und das ist ungefähr das Ätzendste, was ich in meinem ganzen Leben getrunken habe. Wir sitzen jetzt vom Auto und ich packe gerade Sachen ins Auto rein. Warte mal. Wo müssen wir überhaupt denn fahren? Da unten ist ja noch dieses Militärcamp. Da will ich halt mal, das will ich halt mal durchsuchen. Diese Anzeige oben links, was zeigt denn jetzt genau an? Das zeigt die verschiedenen Teile des Autos und der Balken ist das Benzin. Okay. Das ist das sieht alles noch ganz fit aus vom Auto. Ja. Doch. Also pass auf, dreh mal um. Und wir müssen. Fahren wir ein Stück vorwärts? Genau, dabei. Jetzt ist es da unten rechts schräg runter. Da sind diese ganzen Zelte. Warte mal, hier vorne ist ein Zelt. Das ist aber von einem Spieler, damit können wir nichts machen. Sicher? Ja. Kann man nicht durchsuchen, ob da was drin ist? Nee, kann man nicht. Das geht nicht. Okay. Das ist extra so gemacht. Aber dann ist hier ein Spieler in der Nähe. Nee, das heißt nur, dass er da sein Zelt hingepackt hat. Okay. Seht ihr diese Baracken da unten? Ja. Da müssen wir hin. Okay, ich versuche jetzt mal ein bisschen hinzufahren. Stell dich mal irgendwie so auf den Hang, dass du das Feld beobachten. Stopp. Da laufen schon welche. Okay. Meinst du die Baracke da geradeaus? Nee. Naja, da sind doch lauter so eine Zelte. Ach so, ja. Das sind Militärzelte. Und in denen kann militärisches Material spawnen. So, wie machen wir das? Dann soll ich hier den Zombie zusammenfahren? Ja, warte mal, lass uns erstmal vorbei. Warte mal. Sind da noch irgendwo andere? Den versuch erstmal auf uns aufmerksam zu machen, dann fahre ich den zusammen. Komm her. Nicht zu schnell. Gefährlich. Hat mir noch Gas gegeben. Aber jetzt, komm her. So, jetzt aber. Jawohl. Okay. Willst noch du andere diesmal? Da? Steig mal einer aus, damit die vielleicht eventuell spawnen und dann musst du mal wieder rein. Ich steig mal aus. Ich bin auch gerade ausgestiegen, ich loote den jetzt mal. Sekunde. Okay. Seht ihr irgendwo Zombies in der Nähe? Ich sehe keine. Ich sehe gerade keine. Super. Ich muss nicht. Der hat eine Rauchgranate dabei. Was kann ich denn mit einer Rauchgranate machen? Was wohl? Ja, ich rauche auch sonst. Ich pack meine Waffe mal ein. Ins Auto. Und ich schleich mich mal ohne Waffe da vorne hin. Okay. Was ist denn das für eine dumme Idee? Naja, falls ich eine große Waffe finde, dann. Ja, trotzdem ohne Waffe bist du. Ja, dann geh ich mit. Ich hab aber noch eine Handfeuerwaffe. Dann geh ich mit, ich komm mit. Achso, das ist eine Hand, okay. Was ist diese Kugelantenne da? Das ist aber auch so was Militärisches, oder? Das ist, glaube ich, irgendein Wasserspeicher. Das ist doch kein Wasserspeicher. Das ist eine Kugelantenne. Sicher? Ja, Wasserspeicher. Sehen Sie auch nicht irgendwie so eine Wasserspeicher? Warum soll denn da was Militärisches sein? Das ist eine ganz normale Stadt. Das, was bei dir oben rum... Oh, scheiße. Seht ihr das hier, die ganzen Leichenfelder? Rechts. Wow. Siehst du das? Die ganzen... So sitzt er jetzt im Auto. Ja, Martin, jetzt weißt du mal, wie es ist, wenn man im Auto bleiben muss. Ja. Übrigens, das Runde, was bei dir oben drauf ist, auch nur so ein Wasserspeicher, oder? Das ist wie bei Chuck, oder? Das ist auch nicht, passiert auch nicht viel mehr. Wasserspeicher. Das ist wie bei Chuck. Was denn da? Wait in the car, Chuck. Ach so. Das ist der Serie Chuck. Ja. Ist das eigentlich abgesetzt worden? Das ist zu Ende, ja. Mit einem Finale, in dem ich fast geweint hätte. Hier laufen welche. Hier laufen Zombies. Das war gelogen. Ich habe geweint. Und hier ist scheinbar in jedem Zelt was drin. Das ist der Hammer. Bleib aber liegen, wenn du die durchsuchst. Kann ich da reinfahren zwischen die Zelte an diesem Fluss? Nee, das sind Zombies. Das ist eher blöd. Okay. Was sind denn das für komische... Diese riesige Fabrikhalle, da sind auch außen Leitern dran. Das ist, sag mal, die Soldaten, die sind aber nur grafisches Beiwerk, oder? Ich weiß nicht, ob die vielleicht was... Kann die nämlich nicht looten. Die vielleicht was haben. Es kann sein, dass sie das nur so hingelegt haben, ähnlich wie die... die sind scheinbar nur so... Oh, scheiße, hier ist jemand. Ich wurde getötet. Was ist los? Hau mit dem Auto da ab! Ich bin weg, auf dem Weg. Scheiße. Oh, so eine Sau, das war eine Falle. Scheiße. Wir wurden beide gekillt. Doch mal, stimmt mit mir auch nicht ganz. Ich werd beschossen. Fahr! Aber ich hab einen Schock. Ich blute. Oh Gott, nein. Das sind voll viele. Ich blute wie Sau. Ich verliere total viel Blut. Ich hab nur noch 1000 Blut. Ich muss aussteigen und mich heilen gleich. Du musst irgendwie versuchen wegzufahren. Ja, ich fahr weit weg. Ich muss aussteigen und mich heilen. Ich verblute das gleich. Ich bin gleich tot sonst. Jetzt steige ich aus. Was? Eject? Nee, get out. Oder eject ist doch scheißegal. Eins von beiden. Eject ist, wenn das Auto noch nicht steht. Ja, so. Schnell verbinden. Er verbindet sich.
Ich muss gleich weiterfahren. Oh ja, du musst echt weiterfahren, dann müssen wir uns wieder finden. Ja, stopp. Ich kann du müsstest irgendwie zur Küste zurück. Du hast jetzt immer schon ein Auto voller Waffen. Ja, ich habe alles Mögliche. Aber die Typen haben mich nicht gekriegt. Ich habe noch 140 Bluteinheiten. Oh ja, Gott. Das ist sehr gut, um dein Kraftfahrzeug zu lenken. Alles, und er wird bewusstlos beim Fahren. Oh Gott, nein, oh Gott. Und er fällt aus dem Auto dabei. Was? Wieso fällt er aus dem Auto? Ja, weil er halt bewusstlos wird, dass irgendwie alles nicht schnallt. Wie fährt denn der Auto? Gott. Nein, die kriegen mich in die Arschlöcher. Na echt? Nein, so wir als Driver rein, schnell. Weg. Weg. Der fährt wohl die Schlangenlinien. Ist im Auto, müssten noch Nudeln oder so sein. Gleich, ich muss jetzt mal weg von den Leuten. Alter. Ist was? Folgen die dir immer noch? Ich weiß es nicht. Im Auto müssten noch Nudeln sein. Da wird ja wieder ein bisschen Blut kriegen. Ich verstecke mich da im Wald oder so. Ich muss hier weg. Und mich, was leuchtet denn da? Alter, haben die euch beide... Scheiß, diese Arschlöcher. Das hat einmal ganz kurz einen Schnalzer gemacht. Ja, mehr ist auch nicht. Mehr ist nicht, wenn man stirbt. Das Hubschrauber, oh, der ist ziemlich kaputt. Oh, reparier halt den. Das Auto ist auch ganz gut. Die haben so voll aufs Auto geschossen, die Säcke auch, und mich getroffen. Die alle verfolgen mich im Auto! Nein! Ich bin so langsam fast tot! Nein, ich werde gleich bewusstlos wieder. Oh Gott! Diese Arschlöcher, nein! Alter! Kann man das Auto irgendwie zur Explosion bringen, wenigstens? Ich weiß es nicht, ich fahre einfach weg. Kannst du es irgendwie in den See fahren, dass wenigstens dass sie nicht rankommen? Diese blöden Männer! Was haben sie denn für ein Auto? Weiß ich nicht, so ein Bus, oder? So ein kleiner. Sieht aus wie ein VW-Bus, so ein kleinerer. Boah, jetzt auch noch eine Verfolgungsjagd. Ist das spannend. Ist das spannend! Ja, ich sehe sie nicht mehr! Ja, pass auf, jetzt kommen sie im Kampfhubschrauber. Ich sehe sie nicht mehr. Ich muss gleich, wenn ich nicht mehr sehe, irgendwo ganz geschickt abbiegen. Motor aus und verstecken. Ja, ich muss irgendwo hier hinterm Wald da. Schneller. Ich darf nicht bewusstlos werden. Bitte. Wie ist denn das? Können die denn noch anders finden? Also gibt es irgendwie so eine Art Wärmesicht oder sowas? Nee. Das ist einfach nur, wenn ihr mich... Ich muss von der Straße runter gleich. Alter, was fährt denn? Ja, so kommt man auch von der Straße runter. So, jetzt hier in den Wald. Hier versuche ich in den Wald zu kommen. Gleich. So. Sollen wir in der Zwischenzeit mal wieder respawnen? Oder? Ich kann gerade... Also ich stehe gerade sicherlich an meinem Stuhl und kann nicht glauben, was ich da sehe. Und guck auf Martins Monitor. So, ich versuche hier gleich irgendwo in den Wald zu kommen. Sehe ich die noch? Ich sehe sie nicht. Alter, das ist ja der Wahnsinn. So, ich fahre jetzt hier langsam in den Wald und versuche hier mich zu verstecken. So, hier dürften die mich, also nur durch echt... Er wird bewusstlos. Aber ich bin einigermaßen sicher. Schalt den Motor aus. Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann nichts machen gerade. Ich habe übrigens jetzt gerade mal auf die Karte geguckt, wie weit wir es geschafft haben. Wir haben es echt weit ins Hinterland geschafft. Ja? Also wirklich. Es wären nur noch zwei Orte zum Flughafen gewesen. Und also ich kannte die Stadt ja von der anderen Seite, wenn man vom Flugfeld aus startet im Multiplayer. Und da ist man verhältnismäßig schnell. So, aber das Auto ist aus. Da ist ja wahrscheinlich alles umlagert und umringt. Sollen wir diese Wahnsinns-Episode an dieser Stelle mal... Ich muss noch was essen erst. Ich kann jetzt nicht so, stopp. Wie geht das? Es liegt im Auto, ja? Christian? Ja, ich glaube, Nudeln liegen im Auto. Ja, zwei Cans mit Pasta. Na super, jetzt frisst der uns die Pasta weg. So, stopp, so jetzt. Mann, meine Lee Enfield, Mann. Mann, mein ganzer Scheiß. Wir haben noch einige Sachen im Auto. Wir können uns... Ist da noch eine Lee Enfield drin? Gleich, erstmal was essen. Das Problem ist, du hast nicht mehr genug Sprit, um da wegzukommen. Ja, dann schieb. Das bringt nur 200. Alter, ich muss auch das zweite auch noch essen. Ja, das ist ja das Problem. Dieses ganze Zeug bringt dann, wenn man erstmal verletzt ist, dann kommt man da aus dem Loch nicht mehr raus. So, jetzt gucke ich mal kurz, was im Auto ist. Also für euch im Auto ist noch eine Lee Enfield, eine M1014, das ist so eine Shotgun, ein Crossbow, Munition, Chemlights, noch ein Kanister. Makarov, Henkel, das ist das. Er ist schon wieder bewusstlos geworden. Nein, ich bin gestorben! Wie? Haben die mich gefunden? Ich bin tot! Nein! Die haben mich gewonnen! Oh Gott! Alles verloren! Scheiße! Leute, ihr glaubt nicht, wie im Arsch wir gerade sind. Oh, nein! Fuck. Oh Gott. Aber das kannst du nicht spannender als Fernsehserie schreiben. Also es ist
Hammer. Die haben mich im Wald auch noch gefunden. Ich hätte noch weit, ich hätte gleich wieder. Nein. Aber wie haben die dich denn, wie haben die dich denn aufspüren können? Ich weiß es nicht. Der Motor war aus. Die haben mich einfach. Die sind dir gefolgt und haben eine Landschaft abgesucht. Aber so schnell jetzt doch. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass sie mich jetzt im Wald so schnell entdecken. Eiskalte Leute, die Typen. Also heftig. Ich bin fertig. Das ist ja der Wahnsinn. Wie diese Folge anfing, die Staffel anfing, wie das jetzt gerade war. Alter. Wahnsinn. Bist du bescheuert? Ich weiß nicht, sollen wir wie machen wir denn jetzt weiter? Ich weiß es nicht. Machen wir eine neue Staffel oder machen wir jetzt erstmal eine Pause? Das ist eine eigene Staffel. Ich bin nicht ganz sicher, wie wir jetzt weitermachen. Wir müssen erstmal runterkommen. Ich weiß nicht, ob wir danach demnächst mal wieder zu zweit spielen, wie wir es bisher gemacht haben. Also zu zweit an einem Charakter. Ob wir wieder noch mit anderen zusammenspielen. Daniel will ja nicht mehr so richtig. Ja, aber wir sind ja genug. Was passiert, wenn Daniel nicht mitspielt? Das ist allgemein. Das ist auch so. Er hat ja auch zum Teil auch recht. Also ich weiß nicht genau, wie wir jetzt weitermachen. Wir werden das besprechen. Sagt auch mal, wie euch das alles gefallen hat. Hat euch die Staffel gefallen? Schreibt uns mal auf jeden Fall in die Kommentare. Gebt uns ein Like auch, einen Daumen nach oben, wenn euch das gefallen hat. Ich fand's saugeil. Also das war das Beste, was ich je in DayZ erlebt habe. Ja, das muss ich auch sagen. Mit Abstand. Wir könnten ja nochmal einschränken, je nachdem wie eure Wahl ausfällt, sagen, wenn wir zu dritt spielen, dann ist das logistisch mehr Aufwand und schwieriger und nicht so häufig zu machen, wie wenn wir einfach nur zu zweit mit einem Charakter spielen. Also das müsst ihr euch dann auch tausendmal, also ganz ehrlich, es ist auch tausendmal spannender. Ja. Ist auch tausendmal interessanter. Ja, es war sehr geil. Vor allem mehr beim nächsten Mal würden wir uns wahrscheinlich viel mehr an der Küste entlangschlagen müssen und erstmal wirklich nach und nach. Das nächste Mal haben wir, und das macht mich echt fertig, wahrscheinlich kein Auto. Nee, wir haben kein Auto. Oder wer weiß, vielleicht finden wir ein Auto. Also ganz ehrlich, ich glaube, vom nächsten Mal werden wir uns ein bisschen auch die Karten angucken, wo schon die Loot-Sachen eingetragen sind. Ja. Einfach weil das. Ja, was ist denn mit Autos? Das ist ja sonst nicht unterhaltsam. Haben die Typen, wie war das denn? Sitzen die denn irgendwo und warten an solchen Punkten auf Leute? Ja, was ist das denn genau? Das ist halt wahrscheinlich so ein Militärpunkt gewesen. Und, wo war denn ihr Auto? Das habe ich überhaupt nicht gesehen. Wo kam es denn her? Dann sind die mir hinterher. Also, das ist alles vom vollen Sinn durchgeplant, was die gemacht haben. Wie im Fernsehen, Mann. Wie im Fernsehen. Die schlimmsten Banditen. Das ist echt der Hammer. Das war echt, wow. Ich bin immer noch ganz fertig. Aber wie gesagt, es war echt toll. Ich hoffe, ihr hattet auch so viel Spaß. Wie gesagt, schreibt uns hier auf YouTube, wie euch das gefallen hat, was ihr vorschlagt. Könnt uns auch auf Facebook schreiben, da kommen die Nachrichten nochmal ganz gut an. Also einfach an die Timeline, was pinnen. Sind wir auf MySpace auch, nee, gell? Zum Glück nicht. Also danke an dich, Michi, es war super, danke an dich, Christian, du bist echt gut gefahren die ganze Zeit, vielleicht wäre es besser ausgegangen, wenn wir es irgendwie anders gemacht hätten. Ja genau, komm, Besuch am Steuer, geht alles im Bach rund. Ihr seid ja gestorben gleich, viel zu schnell, aber man hat es auch nicht gesehen. Wir machen auf jeden Fall weiter, in welcher Konstellation und wie genau werden wir sehen. Danke an euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.